Hallo, meine Lieben, ich habe gerade einen Vlog beendet und zwar den Vlog Instagram bestimmt unseren Tag. Und jetzt würde ich gerne neu anfangen, weil ich über ein ganz, ganz wichtiges Thema mit euch sprechen möchte heute. Genau, das hat mich gestern einfach ziemlich lang beschäftigt und da würde ich einfach gerne mit euch drüber sprechen. Und das geht natürlich immer am besten in so einem Vlog, beziehungsweise, also natürlich seht ihr auch in diesem Video ganz viel von uns. Aber ich möchte heute auch gerne über das Thema sprechen. Die Kleine spielt hier gerade. Wir haben gerade schön ausgiebig gefrühstückt und ich habe mir jetzt gerade eine Haarmaske gemacht. Oh, nicht, dass ihr euch wundert, warum das hier so komisch aussieht. Genau, die lasse ich jetzt kurz einwirken und dann gehe ich gleich duschen mit der kleinen Maus. Und dann habe ich schon im letzten Video gesagt, dass ich eventuell heute noch an die Ostsee fahren möchte. Das ist ja bei uns nicht so weit entfernt und ja, da dachte ich, kann man ja vielleicht noch ein bisschen ja, ans Meer. Und dann dachte ich, dass ich mit der Kleinen da einfach noch ein bisschen im Sand spiele und sowas. Einfach, dass wir mal rauskommen, weil ja, wir sitzen einfach immer nur zu Hause. Heute ist zwar auch nicht so gutes Wetter, also gerade kam die Sonne mal raus, aber ans Meer kann man trotzdem, solange es nicht regnet. Und da dachte ich, dass wir dann gleich mal losdüsen. Vielleicht essen wir auch noch ein Eis da oder so. Ja, hab so ein bisschen Lust auf so einen kleinen Mama-Tochter-Tag. Und genau, die Kleine spielt eben gerade. Die räumt hier gerade meine Visitenkarten raus. Das sind über 1000 Stück und die liegen immer hier in der ganzen Bude rum. Aber solange es ihr Spaß macht, ist es in Ordnung. Ich habe jetzt gerade das Bett gemacht, wie ihr seht, damit das auch wieder frisch ist. Wir haben schon gefrühstückt und ich habe auch schon das Bad aufgeräumt und die Küche gemacht und all sowas. Also halt so kleine Sachen habe ich schon erledigt. Und jetzt wollte ich, wie gesagt, den Vormittag noch so ein bisschen nutzen, um halt einige Sachen zu erledigen, wo ich sonst nicht ruhig rausgehen kann. Also wenn ich die Sachen nicht vorher erledigt habe, fühle ich mich die ganze Zeit schlecht. Und deswegen ja, wollte ich jetzt noch ein paar Sachen erledigen, bevor wir losfahren. Und das mache ich jetzt. Und vorher würde ich aber trotzdem gerne mit euch über das Thema sprechen. Ich setze mich dafür mal hin und muss hier nicht die ganze Zeit stehen. Genau, es geht um meine Vlogs allgemein. Also ich habe jetzt das letzte Mal ja so ein bisschen daily gevloggt. Also da kamen zwei Vlogs online, die halt immer so 3 Tage hintereinander waren das. Und genau, da durfte ich mir dann anhören, dass es alles so langweilig ist und immer das Gleiche. Und ja, einige haben mich da auch übelst beschimpft und alles. Und das finde ich erstmal nicht in Ordnung, weil ihr wisst immer, ihr seht immer nur so ein paar Minuten aus unserem Leben, ne? Also es sind immer so kleine Ausschnitte und ihr wisst nicht, was wirklich 24 Stunden bei uns passiert. Was auch ziemlich gut ist manchmal. Ja, also erstmal das. Und dann finde ich, also wollte ich mich kurz einmal erklären, es ist einfach so, dass es bei uns eigentlich immer relativ gleich ist. Also jeder Tag besteht irgendwie aus dem Gleichen. Ich mache Haushalt, ich kümmere mich um Lia. Manchmal nähe ich ein bisschen, dann kommt noch Instagram dazu. Und ja, es ist halt eigentlich immer täglich der gleiche Ablauf. Das kennt man ja auch. Mit Kind braucht man auch so eine kleine Struktur. Die Kleine braucht eine Struktur, die Kleine braucht ihren Tagesablauf. Und da ist es nun mal gleich. Und das recht, wenn man daily vloggt, finde ich, dass halt dann diese Struktur auch rauskommt. Also, dass man dann eben, wenn die Kleine schläft, dass man dann Haushalt macht oder dass ich dann nähe oder all sowas. Also, das ist halt klar, wenn man dann so einen Daily Vlog dreht, dass dann eben da die Struktur und der Alltag eben auch rauskommt. Und ich finde es schade, dass ich jetzt sagen muss, dass ich jetzt nur noch vlogge, wenn wir irgendwas Besonderes machen. Das heißt, morgen zum Beispiel wollen wir in den Tierpark, da würde ich die Kamera mitnehmen. Aber das ist halt immer so. Ja, schwierig, weil ich zeige halt auch gerne so mal den richtigen Alltag. Das sind übrigens die Visitenkarten, die Lia gerade auseinanderpflückt. Weil, ja, das Leben ist nun mal nicht immer bunt und schön, so wie es alle auf Instagram oder YouTube zeigen, sondern das Leben ist halt auch mal einheitlich, normal, strukturiert und gleich. Und auch ich bin ungeschminkt und natürlich, weil ich einfach gar keine Zeit dazu habe. Also ich, ja, wenn ich mich mal schminke, dann wirklich nur, wenn es irgendwie besondere Tage gibt oder wenn wir was Besonderes vorhaben oder so, weil es ist einfach Zeit, die ich dann lieber mit Lia verbringe oder halt für was anderes. Ja. Ich würde immer zickig, wenn ich mit irgendjemand anders rede, ne? Ja.
Genau, das wollte ich nur eben kurz sagen, so am Anfang mal. Und ich hoffe, einige verstehen das jetzt. Und dann, hier weiter, nicht nur eine. Guck mal, hier liegen noch ganz viele. Räumst du die alle auch wieder da rein? Ja, genau. Ja, räumst du die alle wieder da rein? Komm, Mama hilft dir sogar. Guck mal hier. Räumst du die alle wieder hier rein? Zack. Oh, so. Super, Schatzi. Super. So, guck mal. Hier sind noch ganz viele da. Guck mal da. Hier. Räumst du die noch rein? Mama nimmt diese hier. Ja? Ja, danke. Super. Guck mal. Weiter? Ja. Super. Ja, toll. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass dann nur noch Vlogs kommen, wo wir halt was Besonderes machen, wo halt was anderes passiert außer Alltag. Weil, wie gesagt, es ist nun mal mein Alltag und jetzt in der Corona-Zeit ist es noch schwieriger, was zu machen, weil man möchte ja auch nicht irgendwie unbedingt jetzt jeden Tag im Tierpark oder jeden Tag, weiß ich nicht, ne? Sondern man möchte ja auch sich dann trotzdem noch schützen, auch wenn die Sachen wieder aufhaben vor dem Coronavirus. Und da muss man ja nicht unbedingt dann jeden Tag irgendwie in den Tierpark oder jeden Tag schwimmen. Ich weiß gar nicht, Schwimmhallen, glaube ich, haben noch zu bei uns. Ja, ist halt schwierig, wirklich. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, tatsächlich ein bisschen was dran zu machen, ein bisschen was dran zu arbeiten. Natürlich, ich nehme ja auch eure Kritik zu Herzen, aber erstens muss man sie dann ordentlich formulieren und nicht direkt irgendwie beleidigend werden. Und man müsste halt auch Tipps geben, ne? Also nicht nur sagen, ey, das und das machst du scheiße, sondern das und das könntest du so und so verbessern. Das wäre immer ganz schön. Aber das kann nicht jeder anscheinend. Aber ja, genau. Ich habe jetzt auch genug über das Thema ge geredet. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Ich vlogge total gerne. Ich zeige euch auch gerne meinen Alltag. Ich zeige euch gerne, wie ich mit Lia so das mache und alles. Aber es ist halt eben auch mein Leben. Also es ist dann klar, es ist manchmal ein bisschen eintönig und klar. Treffe ich mich nicht jeden Tag mit einer Freundin oder feier und mach Party und mach mich jeden Tag schön und was der Geier, sondern ich bin halt durch und durch Mama. Ich spiele dann lieber mit Lia. So, Haare sind gemacht. Ich war jetzt gerade kurz einmal Haare waschen und habe jetzt gerade Lia nochmal fertig gemacht, Windel gewechselt und ihr Bett und so aufgeräumt, Zimmer aufgeräumt. Und jetzt spielt die Kleine. Ich habe jetzt die Wickeltasche schon fertig gemacht. Die steht hier unten, damit wir dann auch gleich los können. Wir waren jetzt gerade noch kurz im Garten. Das Wetter ist so schön geworden, dass wir heute auf jeden Fall zur Ostsee fahren. Ich freue mich schon. Und wie gesagt, ich erledige jetzt einfach noch ein paar kleine Sachen, die noch gemacht werden müssen. Und dann können wir auch eigentlich schon losdüsen. Genau. Dann freuen wir uns total. Ich wollte euch noch eben was zeigen. Und zwar haben wir nämlich kleine Katzenbabys. Und die sind hier. Schaut mal. Hallo, Nala. Genau, hier sind die kleinen Süßen. Felix hat hier so eine Box gebaut für die extra. Und die sind jetzt auch schon 4 Wochen alt. Ja, machst du Ei? Ja, super. Ei. Ja, Ei. Super toll. Vorsicht, ne? Die sind so süß, die Kleinen. Wie gesagt, jetzt 4 Wochen alt. Sind auch alle schon vermittelt. Also, da braucht ihr keine Kommentare schreiben. Nein, vorsichtig, Schatzi. Vorsicht. Vorsichtig. Ei machen. Ei machen. Ne? Nur Ei machen.
Super Ei. Sie möchte am liebsten mal mit denen kuscheln, richtig toll. Ja, genau, die kleine Maus, die geht zu meiner Schwester. Das war unser kleiner Kämpfer, weil sie hat am Anfang, als wir die Kleinen gefunden haben, lag die Kleine hier eigentlich wie tot da. Und wir dachten schon, oh wei, oh wei, ist die Kleine leider verstorben. Und dann haben wir sie auf den Arm genommen und dann hat sie sich doch nochmal bewegt, ganz kurz nur so die letzten Bewegungen. Und dann haben wir sie jetzt aufgepäppelt mit der Flasche. Und jetzt ist sie auch schon ganz, ganz groß geworden, hat es geschafft. Genau, und diese kleine Maus da hinten geht auch zu meiner anderen Schwester. Und diese kleine Prinzessin und der einzige kleine Bub da hinten, die haben auch schon eine neue Familie gefunden. Genau. Und werden dann mit 12 Wochen ins neue Zuhause gehen. Und bis dahin bleiben die jetzt hier bei uns. Können wir noch ganz, ganz viel kuscheln. Und ganz, ganz viel spielen. Und die sind echt so zuckersüß. Guck mal. So niedlich. So niedlich, ey. Ne, und Felix hat hier, wie gesagt, so eine Box gebaut. Da kommt noch so ein kleines Übungstoilettchen rein, sozusagen. Na, kannst die Tür nicht aufmachen. Ja, und hier haben die so ein Spiel, so also einen Schlafplatz, wo die meistens immer hier unten schlafen mit der Mama. Ja, Lia ist total begeistert von den Katzen und findet die richtig, richtig toll und möchte immer kuscheln und alle auf den Arm nehmen. Aber das geht natürlich nicht, weil Lia da einfach noch ein bisschen zu grob ist. Schatzi, das wollen wir nicht. Kommst du mit? Komm, wir gehen weiter spielen. Genau, ich werde jetzt wie gesagt einmal so ein bisschen noch die Küche machen. Und ich hoffe, die Kleine spielt ein bisschen. Und dann vorsichtig bei Nala. Und dann, ja, wenn wir auch, denke ich, schon losfahren. Also ich warte noch so ein bisschen, bis meine Haare trocken sind. So mit nassen Haaren am Meer ist auch doof. Und dann, wie gesagt, können wir auch los. Ja, aber ich möchte jetzt vorher noch mal alles so ein bisschen schick machen. Alles ordentlich machen. Das heißt, wenn wir nach Hause kommen nachher, dass es dann auch aufgeräumt ist. Ich finde, das ist immer so krass. Und im Flur ist es so hell und hier ist es so dunkel, weil die Sonne halt erst nachher hierher kommt. Aber ich wollte jetzt einmal das Fenster hier aufmachen. Weil ich liebe das, wenn, ja, hier die frische Luft so reinkommt. Und deswegen mache ich hier immer das Fenster auf. Eigentlich ist es fast den ganzen Tag auf bei uns, außer es ist zu kalt. Genau, wir haben jetzt hier auch noch so eine neue Jalousie dran. Seht ihr das hier? Genau, die kann man hier so runter machen. Oh, so, genau. Die ist auch richtig schön. Die haben wir ganz günstig bekommen. Bei Aldi gab es die vor kurzem. Genau, und da haben wir jetzt hier, wie gesagt, eine dran. Ja, und jetzt, wie gesagt, werde ich noch kurz, ich habe gerade noch eben die Kamera Speicherkarte leer gemacht, weil die war proppe voll, weil ich gestern ein extrem langes Video gedreht habe. Und sonst hätte ich heute nichts filmen können für euch, wenn es alles so voll wäre. Aber jetzt ist sie wieder leer und jetzt werde ich die Kamera noch schnell laden, damit es auch gleich schön der Akku voll ist, wenn wir losfahren. Und dann werde ich, wie gesagt, noch auf dem Rückweg, denke ich, von der Ostsee noch kurz einkaufen gehen, je nachdem, wie müde Lia ist. Weil ich ja noch ein, zwei Sachen brauche, weil ich so ein bisschen was mit Lia vorhabe. Aber das werdet ihr dann alles sehen. Ich wollte euch eben noch mal unser neues Puppenhäuschen zeigen. Das habe ich jetzt gestern auch auf Instagram gepostet und ich finde das so schön. Das ist von Little Dutch. Ich kann euch das mal in der Infobox verlinken, falls ihr da Fragen habt. Könnt ihr da vorbeischauen. Und das sieht so aus. Und das kann die kleine Maus eben hier aufmachen. Ne, mein Schatz? Und sie liebt es. Sie spielt damit so gerne. Hier sind auch so Möbel dabei. Mit so kleinen Kissen hier. Und so kleinen Aufklebern. Die haben wir hier schon oben eingerichtet mit so einem Spiegel extra. Und ich finde das so süß. Der Teppich ist festgeklebt. Ne, mein Schatz? Kriegst du nicht mehr ab. Ja, das ist ein Sessel. Hier ist das Sofa. Und hier oben kann man das auch abmachen. Und dann hat man hier einen Garten. Das finde ich auch richtig süß. Also das Dach ist gleichzeitig so ein Garten. Und hier oben hat man natürlich nochmal so einen kleinen Dachboden. Und was ich auch richtig schön finde, ist, dass das komplett nur zusammengesteckt ist. Also da wird nichts geschraubt oder so, sondern das wird hier einfach so zusammengesteckt und dann wird das hier mit diesen kleinen Teilen eben so festgehalten, damit es nicht mehr rausrutschen kann. Und das ist hier halt überall an der Seite dran. Und dadurch ist es halt absolut nicht geschraubt oder so, einfach nur zusammengesteckt.
Und das finde ich auch richtig cool, weil das halt einfach dann, ja, ohne Schrauben und ohne alles. Ja, schön, ne? So, und ich habe jetzt gerade versucht, die Kleine nochmal hinzulegen zum Mittagsschlaf. Das wollte sie aber nicht, obwohl sie total quengelig ist. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich werde mich jetzt die restlichen Sachen packen und mich dann noch einmal umziehen. Und dann werden wir auch schon losdüsen. Weil ich denke, das wird der Kleine ganz gut tun, weil sie echt im Moment, also gerade jetzt, ist sie total quakig. Und ich denke, wenn wir da dann einmal rausgehen, wird ihr das richtig gut tun. Und wie gesagt, ziehe ich mich jetzt einmal um. Pack dann noch schnell was zusammen. Ein bisschen so Proviant noch so ein bisschen. Können wir so ein kleines Picknick machen. Und dann wollte ich euch noch kurz zeigen, was ich gerade noch schnell genäht habe. Die Kleine habe ich mal kurz nähen lassen. So, ich stelle euch mal hier so hin. Ja, hier liegen schon meine Sachen, die ich gleich anziehen möchte. Und zwar einmal gab es hier ein T-Shirt. Das ist übrigens eine Bestellung. Dann eine Pumphose passend dazu. Und noch eine andere Pumphose. Genau, das habe ich jetzt gerade noch schnell genäht. Ist wie gesagt eine Bestellung. Und die Mama freut sich bestimmt, wenn das jetzt schon morgen auf die Reise gehen kann. Habe ich das auch schon mal abgehakt. So, umgezogen bin ich. Passt. So ein graues Top einfach drunter. Und dann die Jacke. Man weiß ja nicht, wie kalt es am Meer ist, ne? Du kriegst auch gleich noch eine Jacke an, mein Schatz. Okay? So, dann brauchen wir jetzt noch Mamas Handy, damit sie schöne Fotos machen kann. Ne? Hier hatte ich auch das Fenster auf. Das machen wir jetzt auch mal zu, wenn wir gehen. Nicht, dass hier noch irgendjemand einbricht. So, und dann gehen wir hier in die Chaosküche. Ich muss hier nachher noch einmal abspülen, aber vorab wollte ich einmal was zu trinken mitnehmen. Wo ist denn meine Flasche? Ist die im Auto noch? Na gut, dann nehme ich diese hier. Ja, nehme ich die. Dann ist die Kleine damit auch glücklich und dann schaue ich mal, dass wir noch so ein Proviant mitnehmen können. Morgen wollen wir in den Tierpark und da muss ich nachher noch so ein paar kleine Sachen kaufen, die wir heute mitnehmen können. Ich habe noch Laugenstangen da, Croissants zum selber machen und genau, sowas wollte ich halt dann morgen mitnehmen. Aber jetzt würde ich auch gerne so ein paar Sachen mitnehmen. Ich habe hier noch ein paar Würstchen. Das kann man ja gut essen. Und ich denke, ich werde noch einen Apfel und so schneiden. Schatzi, was ist los? Hey, wo bist du? Einen Apfel habe ich noch. Ich habe noch hier so ein Stück Paprika. Das werde ich auch noch anschneiden. Und habe ich noch zwei Pflaumen. Das packe ich jetzt noch ein. Schneide das zurecht. Ja. Thank you.
So, mein Lieben, wir sind wieder zu Hause. Die Kleine hat jetzt Mittagsschlaf gemacht und ich habe auch schon ein bisschen was zum Mittag gegessen. Es gab einfach so eine Gemüsepfanne mit ein bisschen Brot, also Brot mit Butter und Salz drauf. Hatte ich total Lust drauf und habe ich mir jetzt ganz schnell gemacht und auch noch ein bisschen was für Lia dagelassen. Nebenbei habe ich noch so einen kleinen Salat gemacht, den werde ich, denke ich, heute Abend essen. Und genau, die Kleine döst jetzt noch so ein bisschen, also gerade ist sie wach geworden, aber jetzt ja, hat sie sich doch wieder hingelegt. Also sie schläft dann doch noch so ein bisschen, mal schauen, wie lange. Sonst war es an der Ostsee richtig, richtig schön. Ich war danach auch noch kurz einkaufen, weil wir, wie gesagt, morgen in den Tierpark wollen. Und dann ja, wollte ich einfach noch so ein paar Snacks mitnehmen und da habe ich jetzt was gekauft. Und ich habe Fingermalfarben für die Kleine mitgenommen bei Rossmann. Weil ich ja einfach, falls ich Donnerstag nichts zu tun habe, wollte ich die Kleine gerne so ein bisschen damit beschäftigen, dass wir einfach mal so ein bisschen malen und mal schauen, wie ihr das gefällt. Vor Knete hat sie ja tatsächlich Angst, also Knete mag sie gar nicht. Ich habe ihr extra Knete selber gemacht und auch welche gekauft gehabt, aber das mag sie überhaupt nicht. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie es mit der Fingerfarbe ist, wie ihr das gefällt. Sehen wir dann, ich nehme euch da auf jeden Fall mit, dann könnt ihr da auch live dabei sein, wie ihr das gefällt. Und dann, ja genau, warten wir jetzt eigentlich nur noch auf Felix, wann der nach Hause kommt. Und dann ist der Tag eigentlich auch schon vorbei. Und morgen sind wir super gespannt, wie es im Tierpark wird. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich würde nämlich tatsächlich schon Schluss machen. Einfach, ja, weil nicht mehr viel passieren wird. Und ich, ja, wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!